So, also jetzt, wo die aktuelle Sau durchs Dorf getrieben wird, stelle ich derweil mal wieder wie üblich die ganz grundsätzliche Systemfrage. Also ist Lobbyismus demokratisch und sozial gerecht? Was ist davon zu halten, wenn Menschen mit abweichender Meinung diskriminiert werden? Ist die Wahrheit vielleicht gar nicht so gut, weil sie zum Beispiel geschäftsschädigend sein kann? Und so weiter und so weiter. Treibt die Wahrheitssuche einen Keil zwischen die Menschen? Also, um zu einem springenden Punkt zu kommen, wenn du meinst, dass die Meinung von deinem Mitmensch übertrieben ist, warum lästerst du dann und redest nicht mit ihm? Bist du unsozial oder antisozial? Warum wendest du dich ab? Warum begegnest du deinem Mitmenschen nicht mit Argumenten? Wenn der dann die Argumente ignoriert, dann ist der vielleicht wirklich nur völlig verblendet oder Psychotiker oder so. Wenn er aber mit Argumenten reagiert, die besser sind als deine, bist vielleicht auch du nur verblendet, wie ein Psychotiker, wie ein Hypnotisierter, der in dem Wahn lebt, die Dinge wären so, wie er sich das denkt, nur weil viele Leute ihm das erzählt haben. Die aber allesamt nicht unbefangen sind, Hintergedanken haben, bestimmte Arbeitgeber haben, Geschäftspartner, Auftraggeber, Geldgeber, Sponsoren etc. Nur also, weil viele unfreie, befangene Leute einem das im Auftrag oder im Sinne von Dritten erzählt oder berichtet haben, glaubt man das dann genauso fest wie mathematische Gewissheiten, fast schon egal, wie viel dagegen spricht. Die Matrix-Metapher ist eigentlich das Höhlengleichnis von Platon und meint eigentlich hauptsächlich, dass die Dinge oft gar nicht so sind, wie sie scheinen. Was auch eigentlich jeder irgendwann aus einfacher Erfahrung begreift, zum Beispiel die Ehefrau, die ihren Mann beim Fremdgehen erwischt, dem sie das niemals zugetraut hätte. Glauben ist gut, Kontrolle ist besser, in der Realität eigentlich klar, und dass etwas doch wahrscheinlich stimmen wird, weil zum Beispiel der Tagesschausprecher das gesagt hat oder weil scheinbar alle das sagen. Wer so etwas glaubt, ist halt schon in die Falle der sogenannten dunklen Rhetorik gegangen. Das ist das unseriöse sogenannte Autoritätsargument. Wenn der oder die das sagen, dann wird es ja wohl stimmen. Tja, aber das eine folgt eben nicht logisch aus dem anderen. Es ist eben sogar ein klassischer logischer Fehlschluss. Dies oder jenes wird schon stimmen, denn das sagt ja sogar der amerikanische Präsident. Und es kam außerdem überall im Fernsehen. Tja, aber was ist dann jetzt mit den chemischen Waffen im Irak zum Beispiel? Damit hat man einen Krieg begründet und auch ausgeführt. Aber die angeblichen chemischen Waffen sind nicht gefunden worden. Weil der oder die alle das gesagt haben, dann wird es ja wohl stimmen. Tja, nee, eben nicht unbedingt, weil das ist keine logische Schlussfolgerung. Kann trotzdem so sein, aber muss es halt nicht. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Wer etwas sagt oder wie viele das wiederholen, sagt erstmal gar nichts sicher über eine Sache aus. So, es reicht schon wieder fürs Erste. Ende der Übertragung, Fortsetzung folgt vermutlich, denn ich will hier eigentlich mal eben alles nochmal komplett neu denken. So als Grundsatzüberlegung fürs Protokoll, für die Akasha-Chronik, für den Weltgeist und so weiter. Aber ganz in Ruhe, denn ich muss damit ja höchstens bis zum Weltuntergang fertig werden. Und den sehe ich noch nicht so bald, weil ich da eher eine längere, ausgedehnte, weitere Scheißzeit kommen sehe. Ach, Scheiße, Mann, leck mich am Arsch, damit ist kein Weg. So.